Meine Erfahrung ist, wenn man Golflehrer danach fragt, wie der Golfschlag eigentlich so im Wesentlichen funktioniert, dass man da sehr viele verschiedene Antworten bekommt. Der eine fängt damit an, dass er sagt, wie wichtig es ist, mit den Beinen zu arbeiten. Der zweite sagt, dass die Hüfte entscheidend ist, dass man den Bauchnabel oder die Gürtelschnalle zum Ziel drehen soll. Der nächste sagt, es ist wichtig, dass man die Schultern richtig dreht. Und wieder andere sagen, der Kopf ist unheimlich wichtig, dass der still bleibt. Aber das sind für mich alles Details. Und die eigentliche Struktur des Golfschlages, die hat mir eigentlich noch nie jemand so richtig erklärt auf die Frage hin, wie funktioniert eigentlich der Golfschlag? Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir als Mittelbegabte, so wie ich einer bin, nach einer ganz einfachen Technik suchen wollen, dann müssen wir auch die Technikbeschreibung so einfach wie möglich machen und unsere Lernziele, unsere Bewegungsziele so einfach wie möglich gestalten. Und einfach darf natürlich nicht falsch sein, sondern muss richtig sein. Und einfach und richtig, das ist für mich das Wesentliche. Was ist das Wesentliche am Golfschlag? Für mich setzt sich der Golfschlag nur aus drei Elementen zusammen und aus ganz wenigen Bewegungen. Und wenn wir die richtig machen, dann wird der Körper insgesamt seinen Teil dazu beitragen, dass diese drei Elemente richtig funktionieren. Also ich kann ja sowieso nicht an alles denken, was der Körper macht. Ich kann immer nur an zwei, drei Dinge denken, auf die ich mich konzentrieren kann und die ich richtig machen will. Und muss mich dann darauf verlassen, dass der Rest des Körpers nicht irgendwas Falsches macht und mir die gute Absicht in der Technik verdirbt. Welches sind diese drei Elemente? Ich sehe beim Golfschlag einen Körper, der relativ still steht und eine Basis bildet für den Golfschlag. Das zweite Element ist der linke Arm. Der holt nach oben aus und schwingt durch. Nach oben ausholen, gestreckt dabei, das ist ein wesentliches Element beim Golfschlag, hoch und durch. Und das dritte Element, stiller Körper, linker Arm, das dritte Element ist das Beugen und Strecken in den Handgelenken. Mehr als diese drei Bewegungen brauchen wir gar nicht zu machen. Natürlich gibt es Feinheiten, an denen man dann später arbeiten muss, damit der Ball auch gerade fliegt, damit das Schlägerblatt gerade zum Ball kommt, damit wir hier nicht irgendwo auf der Ebene herumschwanken, sondern einen geraden Durchschwung haben, sodass der Schläger auf dem richtigen Weg zum Ball kommt. Aber das ist alles nicht wesentlich. Das ist eine Frage der Steuerung. Was wir jetzt machen wollen, ist Schlagen. Schlagen heißt, dass wir als erstes Ziel haben, den Schlägerkopf richtig zu beschleunigen. Es geht nicht immer um die Höchstgeschwindigkeit. Aber es geht darum, den Schlägerkopf zu beschleunigen, weil der Schlägerkopf mit seiner Geschwindigkeit bestimmt die Ballfluggeschwindigkeit und damit die Weite, die der Ball erreicht. Wenn es darum geht, den Schlägerkopf zu beschleunigen, wir verstehen, dass die Grundbewegung eigentlich die aus den Handgelenken ist. Ja? Ich schlage mit den Handgelenken nach dem Ball, aber da entsteht natürlich keine große Geschwindigkeit im Schlägerkopf. Also nur ohne jeden Körpereinsatz so zu schlagen, das bringt ja ganz wenig Länge, vielleicht 30, 40 Meter. Um also weiterzuschlagen, muss ich die Arme einsetzen. Und dabei denke ich eigentlich immer nur an den linken Arm. Wenn ich an alle drei Arme denken soll, also an die beiden Arme hier und den dritten Arm zwischen den beiden Schultern, dann ist das schon viel zu viel. Wenn ich nur den linken Arm hebe, was macht denn meine rechte Schulter? Die geht automatisch mit. Also ich muss nicht sagen, ich muss die Schultern drehen. Es reicht, wenn ich sage, ich bringe den linken Arm hoch, geht die Schulter von alleine mit. Ja? Und auch die Hüfte. Ich mache hier gar nichts, ich halte nur still, ich möchte mit dem Körper gar nichts machen. Der Körper macht mit. Ja? Wenn ich mich nach vorne beuge, geht er hinten raus. Wenn er das nicht machen würde, würde ich ja nach vorne umfallen. Ja? Und so reagiert der Körper mit Gleichgewichtsreaktionen auf die wenigen Bewegungen, die ich absichtlich mache. Wenn ich also absichtlich den linken Arm hebe, dann geht auch der rechte Arm mit, dann gehen die Hände mit. Und da brauche ich nicht daran zu denken, dass der Körper drehen muss. Also nur links und durch. Linken Arm bewusst führen und mit den Händen gar nichts machen. Was kommt dabei raus? Gestreckte, steife Hände und ein Schwung mit einem einzigen Pendel. Und wenn ich so einen Ball schlage, das geht auch, dann entsteht wieder nur ein schwacher Schlag. Diese zwei Bewegungen, das Beugen und Strecken der rechten Hand oder des Händegelenks und das Auf und Ab des linken Armes, muss man zusammen durchführen. Und da entsteht die große Schwierigkeit. Ganz große Schwierigkeit, die Klippe, an der die meisten Amateure scheitern, solange sie nicht darauf hingewiesen und dazu angeleitet werden. Also die Kunst des Golfschlages, an der die meisten Amateure scheitern, weil sie ihnen nicht beigebracht wird, ist die Koordination, das Zusammenspiel zwischen der Händebewegung, der Bewegung in dem Händegelenk und der Bewegung der Arme durch den Schwung. Wie koordiniert man das? Wenn man ausholt und jetzt die Handgelenke beugt und gleich wieder streckt, dann ist die Kraft der Streckung hier gleich verpufft oben. Und ganz viele Frauen kenne ich, die so
schwingen und dann durchschwingen mit gestreckten Handgelenken, so als hätten sie sie vorher gar nicht gebeugt. Der zweite große Fehler wäre, dass man nicht hier streckt, sondern ein bisschen später, sondern hier. Das machen die meisten Männer. Deshalb nennen wir sie respektlos Hacker, weil die kommen hier unten von oben runter und drücken hier schon ganz schnell und stark auf den Schläger. Und dann kommen sie wieder mit gestreckten Handgelenken am Ball an und sie schlagen so, als hätten sie die Handgelenke gar nicht eingesetzt. Man muss wissen, dass die Handgelenksstreckung nur weniger als eine Zehntelsekunde dauert und der ganze Abschwung über 3/10 Sekunden, also ungefähr dreimal so lang wie die Strecke. Wenn ich also im richtigen Moment strecken will, dann muss diese Streckung im letzten Drittel des Abschwungs stattfinden, ganz kurz vor dem Ball. Sonst addieren sich ja die beiden Geschwindigkeiten vom linken Arm und von der rechten Hand, die den Schläger durchpeitscht, addieren die sich nicht am Ball und dann entsteht auch keine höhere Geschwindigkeit. Also in der Zusammenfassung braucht man zum Golfschwung einen stabilen, ruhig gehaltenen Körper, einen linken Arm, der auf- und durchschwingt und ein Händegelenk, das sich beugt und streckt. Und das genau koordiniert. Wenn ich also nur mit den Armen schwinge, entsteht kein richtiges Tempo, keine große Klärkopfgeschwindigkeit und keine große Schlaglänge. Und auch wenn ich aus den Handgelenken schlage, kommt das nicht. Sondern erst, wenn ich die beiden Bewegungen richtig koordiniert zum Ball bringe.